Ja, was für mich irgendeinen Sinn hat, für mich seit Wochen erste Wahl. Mama, Mama, Ungummi, ja. Hab ich im Garten keinen Netzempfang, ja, dann kotz ich halb im Strahl. Fucking Mongo ist genial. Hallo liebe Leute, ich bin euer Mongo von Kanal Mongo Medial und ich möchte euch an die Stelle begrüßen und ich hoffe euch geht's gut, weil mir geht's let go, ne? Ja, ach, ich muss mich gerade mal strecken, ne? Heieiei, bin hier heute früh aufgestanden, um für euch jetzt noch ein Video zu machen. Und vielleicht habt ihr es ja gesehen, ich habe gestern in die Basti und Chandi Video, ne, in diesem Best-of-Schnitt, ne, von gestern, da habe ich ja Musik drin und die Musik ist von Fatness und vielen Dank dafür, für diesen geilen Rap-Song. Vielleicht habe ich bin mir nicht sicher jetzt, das ist eine spontane Idee hier jetzt im Gespräch, vielleicht habe ich den Song auch hier benutzt, ne? Also wenn hier so ein Rap-Song war, ich glaube, den habe ich hier benutzt, ne? Mal so als Einleitung, ne? So eine andere Einleitung. Naja, gut. Okay, also danke für Fatnitz und vielen Dank, es ist echt so kratz, ne? Viele Leute von euch schreiben hier, geil, ich gucke das jeden Tag, das interessiert mich, das ist witzig, ich lache im Strahl, ich kotze in die Tüte und so weiter. Und dann bekomme ich so Songs gemacht, ne? So witzige Songs, ne? Auch der König Mongo Song und so, das ist ja alles von Bekannten und Leuten so auf Twitter und auch in die Internet und von die härteste Hasstroll-Community der Welt und da finde ich immer, also ist schon schön, ne? Schon schön, ne? So, kommen wir jetzt zum jetzigen Thema. Das jetzige Thema ist Leon Elektronik. Ich habe ja vor einiger Zeit mal in eins Leon Elektronik Playliste habe ich das Video gemacht mit der Roomtour. Da bin ich aber anhand von Fotos aus verschiedensten Videos mal so ein bisschen durch die Favela Sturm gelaufen und haben uns das so ein bisschen angeguckt, was wir sehen. Hier ist jetzt eine Original-Roomtour von Leon Elektronik selbst, ne? Der hat die selbst gemacht. Und es wird ein wenig feierlich. Hier wird jetzt das sogenannte Zimmer, das neue Reich, wird jetzt hier eingeweiht. Ne? Also partytechnisch. So. Und Leute, es ist ein bisschen, also es ist schon abgedreht. Es ist schon abgedreht. Ach so, letzte Info noch für euch. Ein Zuschauer hatte mich gebeten, Mongo, Mongo, pack doch mal alle Mongo-Tare. Egal zu welchem das jetzt gehört, egal ob Leon oder dies oder das oder jenes, packt das doch mal in eins Playliste, damit man die ganzen Mongotare hintereinander gucken kann, ohne dass da jetzt zum Beispiel so Cuts drin sind, so Best-of-Cuts oder so Originalvideos oder sowas. Das habe ich gemacht, jetzt gibt es eine Playliste, die heißt Mongotar Only und da ist alles drin, bis auf Kapitän Kevin. Den habe ich mal separiert gelassen, weil das einfach 13 Episoden sind, das ist ein bisschen wuchtig. Ich weiß nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Kapitän Kevin da auch reinmachen soll. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also, da sind auf jeden Fall alle Sachen drin. Beim Kapitän Kevin ist es vor allem halt, es ist ja eine Serie, ne? Es sind ja 13 Teile hintereinander so, ne? Bei den meisten anderen Sachen ist es ja immer einzelne Mongotar. Ich weiß nicht. Müsst ihr gucken, wie ihr damit klarkommt. So, wir steigen jetzt ein hier in das sogenannte Video. Und das sogenannte Video, jetzt muss ich ein bisschen, ich hab's schon wieder vergessen. Das heißt Leon Elektronik. Raumtour 01/05, also vielleicht 1.05. Leon geht in den Frieden. Ne? Leon geht in den Frieden. Das Video ist aber schon ein wenig älter. Das kann man im Bauchvergleich natürlich sehen, wenn man zum Beispiel seine Auftritte als Entertainer in der Kneipe sieht. Dann sieht man das jetzt hier. Aber er fängt sehr, sehr klassisch an. Und ich weiß nicht so genau, was das soll. So. Ich möchte dann jetzt schon mal ein bisschen
Mal gucken, was wir hier sehen. Ne? Also, es ist ja immer ganz spannend. Also wir haben hier diesen ganz engen Computertisch mit dem Computer. Sehr, sehr schmal. Auch ein sehr, sehr schmaler Raum. Das Fenster hier auf der linken Seite. Das Bett auf der rechten. Woran erinnert uns das? Richtig, das ist Lukas Heil Anfangsjahre. Dann haben wir. Oh, jetzt muss ich mal hier rüber gehen. Das sieht man nicht in die Video. Ihr seht es nicht so gut. Huch, das wollte ich nicht. Man sieht hier drüben noch, hier ist ein leeres Regal. Ich vermute mal, dass da noch die Bussammlung drauf kommt. Die ist sicher beim Abstauben. Und es ist natürlich dafür, dass man jetzt hier so ein Einweihungsvideo macht, steht hier halt ohne Ende Müll und Geraffel rum. Das Bett ist einigermaßen gemacht und hier oben, was ist denn das hier oben? Ist auch so ein Schrank, aber irgendwie so, weiß ich nicht. Na gut, Leute, na gut. Also es sieht auf jeden Fall, ja, knastmäßig aus. Das Kaffee? Ne? Also ist es nicht was? Ne? Also irgendwie, ich habe da auch das viele, also das Stichwort Rattenfalle geht mir da irgendwie in den Kopf, wenn ich das so sehe. Ach, seid ihr auch schon da? Willkommen in meinem neuen Reich. Also diese Scheiße, das habe ich jetzt schon in mehreren Videos gesehen. Das findet der wohl sehr witzig. Ne, dieses, ach, seid ihr auch schon da? Das macht der Pedro Pascal macht das auch, ne? Sein Bruder. Der macht das auch manchmal so dieses, oh, ich bin hier gerade am Lebkuchen essen oder so eine Scheiße, ne? Ich hab gar nicht gemerkt, dass ihr schon da seid. Auch schön hier das Bild, ne? Das sieht schon schön aus, sieht gut aus. Die Einweihung meines neuen Zimmers, Teil 1. Prost auf euch. Was heißt denn ihr neues Zimmer? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Leute, wo befinde ich mich gerade? Ich befinde mich jetzt gerade hier in meinem Reich und ich würde sagen, schaut euch ruhig ein bisschen um. Ja, das haben wir schon gemacht, Leon. Das haben wir schon gemacht. Ich denke mal, das ist uns allen klar, dass da Leute zu ihm gesagt haben, hier Leon, mach doch mal ein Roomtour oder mach doch mal ein Foto von deinem Zimmer oder so oder ein Video. Das ist natürlich, also das ist, also sowas. Gott, das wird ja immer schlimmer. Ne? Aber ein ordentliches Bett hat er, ne? Ein ordentlich großes Bett hat er, ne? Da kann gerüttelt werden. Natürlich ist noch nicht alles ganz fertig, aber läuft, ne? Ja. Das ist der Kühlschrank. Ne? Hier dieser Bierkühlschrank. Ach, der soll so. Meine Maus sieht man ja. Hier diese Lichtschlange. Ich dachte eh, der hat das noch gar nicht richtig eingerichtet. Die fällt ja nur so runter. Das ist noch so halb fertig. Warum zeigt ihr das im Übrigen, wenn es nur halb fertig ist? Also Leute, das sind so Sachen. Das hat der Rainer Winkler auch oft gemacht. Ne? Das sind so Sachen, die halt überhaupt nicht fertig sind. Da aber schon groß angekündigt und großes Geschwätz und bla. So, was haben wir jetzt hier? Ist das Pfeffer? Ist Duschgel? Warum hat er denn das Duschgel und solche Sachen in seinem Zimmer immer stehen? Darf der das nicht in Badezimmer haben oder was? Hier unten noch so ein Deo? Oder irgendwas? Ich glaube auch, dass der Leon. Ach, jetzt geht's lange. Ach, ist so früh. Ist so früh. Ich glaube auch, dass der Leon. Teilweise hat er gar keine fettige Haare. Der schmiert sich einfach das Gel, das Duschgel in die Haare.
Ne? Also so als, sagst du, oh, das ist ja Gel, ne? Also so Haargel und Duschgel, da kann man ja das Gel nehmen, ne? Also, ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Ich schalte für dich auf grün, ich schalte für dich auf rot, ne? Rebecca Wien. Ich schalte für dich auf weiß, bläulich. Wie der da hin und her läuft. Und die Maßkrüge, habt ihr gesehen da? Ne? Jetzt hier unten rechts, da stehen sie parat. Also an die Stelle, ne? Warum hat der hier unten, hier stehen 5, 6 Kaffeetassen, hier unten stehen etliche Maßkrüge. Was soll das? Zeigt ihr uns die Leuchteinstellung, die das Ding hat. Das hat jedes von diesen Dingern fast. Ich meine, man könnte ja mal erzählen. Ich meine, wir sind ja schon über 2 Minuten drin. Man könnte ja mal so grob erzählen. Okay, Leute, das habe ich gemacht. Warum habe ich das gemacht und so weiter und was ist geplant und. Nee, der setzt sich aufs Bett und filmt hier diese Scheiße da. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, das ist ja nix. Ein Schluck Kaffee. Oh. Oi, oi, oi. Oh. Ich mag meinen Kaffee übrigens so wie meine Frauen, ne? So hellbräunlich mit Hafermilch. Jo. Gut. Ne? Oh ja. Ich habe auch heute Sperrmüll, ne? Ne? Und sonst, was geht sonst bei euch? Ne? Also schon Sperrmüll, wenn wir heute auf die Straße stellen und. Ach, da kommt er wieder. Ich möchte auch mal mit uns sprechen. Wisst ihr was, Leute? Das an die Stelle. Das ist so langweilig. Ich lasse nochmal das Song laufen, hä? Na dann, ich gehe in den Frieden. Sagt der eine Behinderte zu dem anderen Behinderten. Ey, Behinderter, du bist behindert. Hätte nie gedacht, dass so eine Kacke jemals für mich irgendeinen Sinn hat. Für mich seit Wochen erste Wahl. Mama, Mama, Mongo, ja. Hab ich im Garten kein Netzempfang? Ja, dann kotze ich halb im Strahl. Fucking Mongo ist genial. Papa Mongo ist mein Pferd im Stall. Zieh Strom durchs Netz wie Vattenfall. Mit Basti und die grazile Shanti und mit dem Netz zum Maskenball. Mama, Mama, Mongo medial. Jeden Tag eine neue Maske, als wäre fucking Karneval. Mama, Mongo medial, wo das Niveau mit der Sonne singt. Mama, Mama, Mongo medial. So nah an den Masken, dass es ist durch den Bildschirm. Stinkt. Der für Bildschirm. Wolfgang, jetzt machen wir es aus. Wolfgang aus. Wolfgang. Okay. Ja, Leute. Das war, ich gehe in den Frieden. Also, ja. Da würde ich mich gern mal, also ich würde mich wirklich gern mal mit einem sogenannten Leon Elektronik mal wirklich so einfach nur mal so unterhalten und würde sagen, Leon, was denkst du eigentlich, was ist der Mehrwert von diesem Video? Ne? Oder auch so andere Videos. Was denkst du, warum Leute dieses Video gucken? Das würde mich mal interessieren. Ob der das, was er sagt und wie er das sagt. Das waren jetzt, gut, das waren jetzt nur 4 Minuten, aber inhaltlich waren das halt 30 Sekunden. Gut, ich habe jetzt 14 Minuten draus gemacht.
mit Ende und allem drum dran sind wir bei 15. Oh nein, ich bin so müde. Oh, ich weiß, das könnte ich rausschneiden, aber ich bin einfach zu müde. Ich bin zu müde. Ne? Und wenn ich das Zimmer da sehe, dann wäre ich auch müde. Ne? Na gut, Leute, hier. Wir können nichts machen. Wie gesagt, ich würde den Leon gerne mal fragen, ne? Was das soll, ne? Was das ist. Ne? Ich gehe in den Frieden mit euch. Ne? Und ich wünsche euch einen schönen au revoir, au revoir, ne? Und das war euer Mongo aus der Favela Sturm. Und ciao.